geht's. Na, holla, die Waldfee, jetzt geht's auf einmal. Na dann, fange ich mal an, Bäume zu hacken. Wir brauchen eine ganze Menge jetzt, ne? Wir haben zum Glück auch eine Menge Nahrung jetzt, wenn jetzt mal was passieren sollte. Ich denke nämlich, dass die Wechsel, die drei, die sind irgendwo in der Nähe. Dann sollte es diesmal auch kein Problem sein. Wir müssen uns mal gucken, dass wir vielleicht mal nochmal ein Wizard-Haut holen. Lizard-Haut? What? Ist ja gerade aus meinem Inventar gekrabbelt? Das sah gerade aus, wenn der durch mein Inventar gekrabbelt ist, dabei ist er hier durch die Gegend gelaufen. Und genau in dem Moment habe ich mein Inventar aufgemacht. What the fuck? Stopp, Moment, das kann er gleich hier hoch. Dann mache ich erstmal das, weil dann kann ich nämlich oben durch die Gegend laufen. Boah, ich muss jetzt ein Mist hier mal wegmachen, ey. So. Ich weiß, ich habe noch nicht alles mitgenommen, aber es ist auch egal. Die finde ich ja irgendwann wieder, so ist es ja nicht. Die sind ja nicht verloren. Und dann machen wir erstmal weiter. Also wie gesagt, ich habe jetzt erstmal halbe Stunden Videos rausgehauen. Ich werde heute das erste veröffentlichen. Heute ist der... Ich habe keine Ahnung. Ich glaube der 23. 23. 24. Irgendwas. Auf jeden Fall werde ich erstmal das raushauen. Ich habe auch gemerkt, also das kann man ja mal hier so drüber reden. Es gab dieses Jahr wenig Specials. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich konnte keine Weihnachtsspecial machen, weil zur Weihnachtsspecialzeit habe ich den Umzug gehabt nach Österreich. Ich konnte kein Endjahresspecial machen, weil zu der Zeit, wo ich das Endjahresspecial hätte machen sollen, habe ich noch kein Internet hier in Österreich gehabt. Ja, und mein Geburtstagsspecial, was ich letztes Jahr gemacht habe, fand ich dieses Jahr ein bisschen unspektakulär, muss ich sagen, weil ich habe auch gar keinen Geburtstag gefeiert hier, also es ist Geburtstagsstimmung ist ja gar nicht da gewesen, deswegen hatte ich diesen Winter, sagen wir mal, wenig Specials. Das heißt aber nicht, dass es nicht weitergeht, meine lieben Freunde. Ups, was war das denn? Wow. Wow, der ist halt schnell umgefallen. Das heißt natürlich nicht, dass es jetzt nicht weitergeht mit Specials. Es war nur, sind nur diese paar, die jetzt nicht gespecialt wurden. Interessante Aussage. Es sind jetzt nur diese paar, die jetzt nicht kamen. Es wird natürlich ganz normal mit Special weitergehen, wenn wieder Special Time ist. Dann werde ich auch wieder Specials raushauen. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken, dass ich hier jetzt mal alle Baumstämme mitnehme. So. Ich wollte gerade einen Hasen töten. Na gut, dann nicht. Sonst sehe ich hier gerade keinen Baumstamm. Nee. So, drei Stück noch. Ich meine ständig so. Ein paar Stöcke aufheben. Und wenn sich dabei so ein bisschen lichtet hier, ist auch sehr gut für uns, weil dann sehen wir die Wilden. Ihr habt gerade gesehen, also ich zumindest habe die echt erst spät gesehen, als sie wirklich einmal dran waren, habe ich den Wilden gesehen. Ich habe weiß, da drin steht auch noch ein Schlitten mit zwei, drei Baumresten. Den holen wir uns auch noch raus. Aber ich möchte jetzt vorsichtigerweise erstmal hier bleiben. So, ein Schlag noch, komm. Noch ein? Na gut. Dann hat noch ein. So. Na, komm her. So. Und klack. Dann nehme ich den mal ganz kurz und platziere den schon mal hier. Wir haben eine ganze Menge Bauprojekte jetzt. Und jetzt mache ich nämlich das, was ich die ganze Zeit schon machen wollte, und mache eine Bridge. Die Bridge nehme ich als anderer Ankerpunkt einmal hier. L. Und ziehe sie. Na, gerade ging es doch. Ne, hier. Nein. Ach Mist. Kostet 24. Geil. Ist
zwar eine ziemlich fette Bridge und ich frage mich, wie die sich in der Luft hält, aber es geht auf jeden Fall schon mal. Das waren definitiv Eingeborene. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wie die Käfige gehen. Jetzt will ich mir langsam mal anfangen mit den Hasenkäfigen. Rapid Cage und Rapid Trap. Ist ja easy. Die würde ich mit einmal mal hier setzen. Dann gehe ich hier hoch. Und ist hier noch 11. Und dafür brauchen wir ja diesen riesigen Vorrat einfach, finde ich. Damit wir von sowas halt viel machen können. Und darum muss ich halt auch immer zwischendrin immer so viel sammeln wie möglich. Finde ich. Was du alles findest, du hörst kein Schwein! Komm, da hack mal den hier ab, das ist ja so ein Baum. Na. Achso. Haben wir noch was für die Ausdauer? Haben wir nicht. Wir können auch momentan nicht viel essen. Dann lege ich mich erstmal doppelt schlafen, würde ich sagen. Haben wir hier noch? Ne, haben wir gerade nichts mehr. Dann lege ich mich... Obwohl, dann baue ich den jetzt erstmal mit dem da oben zu Ende. Hier haben wir auch noch was. Ich wollte es jetzt bloß nicht anrühren. Ist aber auch egal. So, nehmen wir mal mit. So. Dann brauchen wir aber auch noch... Moment, wie teuer ist denn ein... Brauchen wir zwei Seile für. Haben wir noch zwei Seile? Nein, die habe ich verballert beide. Mist. B, Rabbit Cage. Den stelle ich mir dann mal hier runter. Ne? Geht nicht? Den stelle ich mir halt hier mit hoch. Geht das? Geht auch nicht. Kann ich momentan nicht bauen, wahrscheinlich weil ich die nötigen Materialien dazu nicht habe. Ist aber sehr übersichtlich geworden jetzt schon. Wir sehen auf jeden Fall schon weit. Aber wirklich Bäume nachzuwachsen scheinen nicht. Es scheint alles außer Bäume nachzuwachsen, so wie es aussieht. Oder Bäume brauchen halt wirklich lange. Was natürlich realistisch wäre. So, dann tue ich jetzt mal doppelt schlafen. Das mache ich aber hier oben. Weil dann fühle ich mich irgendwie sicherer hier oben. Ne? Erstmal wieder in den Boden reinkrabbeln. Es ist so eine Mechanik, damit die Eingeborenen dann nicht hochkommen. Die haben nicht so diesen, du musst das in den Boden reinkrabbeln. So, C. Dann machen wir mal Z. Und dann machen wir nochmal Z. Hoffentlich sind keine Eingeborenen da gewesen. Super, keine Eingeborenen da. Es regnet allerdings wieder. Wir sind aber wieder voll ausgerüstet, das ist gut. Es wird auch gleich Tag. Stirb! Was? Ich habe anscheinend zu viele Lizard-Skins. Lizard-Dinger. Dann werde ich mal ganz kurz I einen braten. C. Dann hole ich mir den hier kurz. So, schnell zurück, damit er nicht verbrennt. Da ist er. Oh, köstlich. Köstlich, köstlich, köstlich. So, dann.
Gut, dann würde ich sagen, platzieren wir... Hä? C. Okay, jetzt ist das Ding auch voll, wie es aussieht. Dann mache ich mir mal davon gleich noch einen. Was wir gerade alles bauen. Außer wichtig, wir brauchen das halt auch alles. Vorräte sind halt echt... nicht ohne. Ich glaube, die Anlage baue ich jetzt aber alle hier hoch. E. Empfinde ich als intelligenter. Sehr schön. Dann würde ich sagen, Moment, wir machen das mal anders. B. Wir können doch noch das hier bauen. Die Frage ist, wo baue ich das hin? Ich glaube, das baue ich dann hierher. So, dann gehen wir ganz kurz hier runter. Oh nein! Scheiße, das waren die falschen Bären. Noch einer. So, mal ganz kurz hier ein paar. Das habe ich hier schon wieder gegessen. Ach, das sind weiße Bären. Die gibt es also auch noch. Interessant, okay. Oh, hier ist ein Baumstamm. Auch nicht schlecht. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier mir ein paar Sticks hole. Boah, das wird, was wir jetzt alles bauen müssen, das ist ja unklar. Und das müssen wir halt aufpassen, dass wir das auch schnell genug machen, damit die ganzen Viecher hier nicht wieder reinrennen. Ich will nämlich auch bald einen Wall bauen. Aber das ist halt natürlich erstmal wichtiger, dass wir uns oben befinden, bevor wir anfangen, den Wall zu ziehen, finde ich. So. Und dann erkläre ich euch auch gleich das Prinzip der beiden Brücken. Wo ist es da? 7 Stück noch. So. Sind noch ein paar Steine, kann ich wieder keine tragen, okay. Ah, hier ist der Schlitten. Nehme ich den gleich mal mit. Wenn ich schnell mal dabei bin, hier alles wieder reinzutragen. Lol. Dann machen wir ganz kurz. So. 4 Stück noch. Und zwar wird dann... Moment. Ach, das haben wir auch noch nicht fertig. Wir brauchen eine Menge Sticks. Und ich weiß nicht, ob man auf den Wagen eventuell auch Sticks drauflegen kann. Aber ich glaub's nicht. Lol. Da muss das Bein auch drauf kommen. Ich hoffe, die Skins verwesen nicht nach einer Weile. Wäre zwar realistisch, aber... wäre schade ums Fleisch, muss ich sagen. Ich kann halt momentan... keine mehr mitnehmen. Hier lagen doch immer so viele Stöcker. Stöcker vor allen Dingen. Warum denn jetzt nicht mehr? Ah, hier haben wir noch einen Stockbaum. Da haben wir noch einen Stock. Noch einen Stockbaum. Noch einen Stockbaum. Das hat sich schon wieder wie nicht meine eigenen Schritte angehört. Ich werde paranoid, ich merke es. So, dann können wir jetzt nämlich hier... C. 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 Der lag jetzt hier bei dem Baum, lag doch der, gell? Stöcker.
Ah, da liegt er. Da. Stein haben wir. Ach, Stein können wir immer noch nicht aufsammeln. Stock. Ich will den Stock. So. Also Stocker spawnen auf jeden Fall neu. Das ist jetzt bewiesen. So viele Stocker. Stocker, Alter. Ich habe Sprachfehler hoch 5, ey. So viele Stöcker kann ich nie übersehen haben. So, dann machen wir jetzt hier den Spaß fertig. Und buxieren da auch wieder ein paar Dinger drauf. Dann buxiere ich hier nochmal ein paar Stöcke drauf. Sehr schön, dann nehmen wir die Steine mit. Ich frage mich nur, wie Steine neu spawnen. Also, bei Stöckern könnte ich es mir vorstellen, dass sie vom Baum runterfallen, aber ich frage mich, wie Steine neu spawnen. Wahrscheinlich auch ein vom... Das ist ein lebender Stein. Die vermehren sich nach einer Weile fort, habe ich gehört. Da war noch ein Stein. Das ist ein kleiner Stein, brauche ich nicht. Das ist noch ein Stein. Oh, hier ist ein Baumstamm. Baumstämme kommen immer gut, vor allem liegende Baumstämme. So, der kommt da rein. Dann haben wir jetzt hier drei Dinger hängen, das reicht erstmal, glaube ich. Die Falle ist zu. Die habe ich hier noch. What the fuck? 400? Oh. Jetzt ist reingelaufen. Ah, ich muss den Ast töten. Ah, interessant. Okay, ich muss den Ast töten. Und dann kann ich es aufmachen. So, da haben wir jetzt volle Rüstung. Plus. Grünzeug, glaube ich. Sehr geil. Okay, dann müssen wir jetzt mal hier nochmal C, alles rein. Super schön. Und dann würde ich jetzt weitermachen mit den Bäumen fällen. Da hinten nämlich auch so ein Ding noch drin, das wird dann später gebaut. Jetzt fäll ich erstmal ein paar Bäume. Zumindest die drei hier weg, die vor meiner Haustür direkt stehen. Ich hoffe, dass meine Konstitution immer für einen Baum ausreicht. Komm schon, fall um! Du störrisches Ding, du! So. Na, einen mitnehmen. Da hab ich wieder was gegessen, was ich nicht essen durfte. Und zwar will ich das so machen. Diese Station da eine, diese Plattform, die wir schon seit einer Weile haben, die wird innerhalb der Mauer stehen und die andere Plattform wird außerhalb der Mauer stehen. Das heißt, ich kann dann den Wall hier dazwischen ziehen und kann dann über diesem Dinger aus meinem Wall heraus. Das wird ein komplett fester Wall. Der kommt nichts rein und nichts raus durch den Wall. Und so kann ich dann im Endeffekt da war glaube ich wieder gerade ein Lurch, der sich durch den Boden bewegt. So kann ich dann im Endeffekt rauskommen aus meiner Hütte, aber es kann niemand reinkommen, weil die Viecher ja keine Seile klettern können. Und ich bin so vollkommen sicher in meiner Base. Und falls wirklich mal Viecher um mich herum sein sollten, ist das kein Problem. Dann leuchte ich mir die Base aus. Dann leuchte ich mir die Base aus und kann innerhalb der Base weiterbauen. Ganz normal weitermachen. Und die von innen weiter ausbauen. Das heißt, tagsüber, wenn nichts da ist, oder ja doch, tagsüber, wenn nichts da ist, werden wir dann außen weiterbauen, werden außen unsere Verteidigungsanlagen und vielleicht auch Käfige und sowas bauen. Und wenn dann irgendwie Probleme sein sollten, dann gehen wir nach drinne und machen drinnen einfach weiter. So hatte ich mir das gedacht. Und so mache ich das auch. So, Stein, ach Stein, das ist Stein. Ich lasse einen Stock. So, nehmen wir den noch. Und dann werde ich die Wiese natürlich komplett einheimsen. Also der Ball wird erst klein sein und dann später wird er immer größer. Und dann werde ich das immer durch solche Aktionen, wie zum Beispiel die Etagen, die man bauen kann, werde ich da drüber kommen. Aber nichts anderes halt wird Eintritt finden. Und so bauen wir uns eine kleine Bastion auf. Wie gesagt,
Es wird ja wahrscheinlich mit dem nächsten Patch wird wahrscheinlich wieder alles gelöscht. Ich bin mir da nicht sicher. Ich bin mir noch nicht sicher, ob sie es dann vielleicht schon so machen. Ob sie es dann schon so gelöst haben. Irgendwie war es ja, hat der Gronkh erwähnt, dass bei dem letzten Patch das schon so sein sollte. Dass man, wieder ein paar Stöcke, sehr schön. Dass man seine Welt übernehmen kann. Ich hoffe, dass es diesmal wirklich komplett klappt. Und dann ist die Welt vielleicht sogar sicher und dann können wir mal gucken, wie lange das Let's Play geht. Ich weiß es noch nicht. Das ist, wie gesagt, ist es erstmal so ein Spaß-Let's Play. Stirb! So, super. Häschen. Häschen in der Grube. Die sind noch nicht fertig. Das dauert anscheinend eine ganze Weile. Ich würde dann... Am besten esse ich da mal zwei. Ich brauche noch nur ein Stück. Am besten esse ich dann davon mal zwei. Und lass den dritten da mal ausprobieren, ob das funktioniert, wenn man auslockt, dass die Viecher dann wechseln. Das würde ich nämlich gerne mal testen. Wir haben momentan eh das Zeug, die Möglichkeiten dazu, von daher. Und eigentlich geht es uns essenstechnisch richtig gut. Okay. Habe ich gerade noch? Ich habe noch ein Armor, brauchen wir momentan aber nicht. Can be used for crafting. Nee. Auch nicht. Auch nicht. Was soll man? Punch, Beute. Ach, brauche ich wahrscheinlich zwei. Ah! Remove. Equip. Kann ich damit jetzt Bären einsammeln? Wir haben gerade keine Bären. Ah, so geht der Hasenbeutel. Interessant. Sehr schön. Gucke ich mal, ob hier gerade Bären gewachsen sind wieder. Auch nicht? Nee, geil. Dann. Ich gucke mal jetzt kurz, ob die vielleicht besser funktioniert als die andere. Und wenn jetzt Lizard fertig sein sollte, dann esse ich mal kurz ein für die Energie, die wir kriegen. Aber die sind noch nicht fertig, dann brate ich mir halt ein. So, anmachen. Und brauchen wir unseren Hasen, geht auch. C. So. Ich hätte auch schlafen können, aber ich habe momentan so viel Essen. Da kann ich mir das ruhig mal leisten. Und es sieht echt recht geräumig langsam aus. Gefällt mir. Wir müssen dann halt immer weiter weg, um die Bäume zu holen. Aber das ist ja jetzt auch kein Ding. Ich lasse die kleinen Bäume hier vorne, die vier, lasse ich mal wachsen. Das sind vier Stück. Wir werden dann sehen, ob es funktioniert. Kann ich schon essen? Ah, sehr schön. Und da sind wir wieder voll. Und ist das fertig jetzt? Ah, geil. Sind fertig. Super. So. Wollen wir mal schauen, ob das geht mit dem Ding hier. Ah, fuck, das wollte ich nicht. Ich wollte es eigentlich gerade abernten, aber gut, dann halt nicht. Wolke sagt ja, es soll schneller gehen. Wenn man das nutzt. Ich bin mir nicht so sicher. Ich wollte auch eigentlich das Spiel, muss man mal sagen, eigentlich mit Webcam machen. Das war auf jeden Fall nicht schlecht. Ich wollte das Spiel eigentlich mit Webcam aufnehmen. Problem an der Sache ist, meine Cam ist einfach, das kann ich nicht abliefern. Das ist, hat nichts mit Webcam zu tun, das ist einfach nur Krütze. Und ich möchte, wenn ich das mache, dann warte ich lieber, bis ich mir eine eigene, also eine bessere kaufe. Ja, das war so eine Billigbestellung von Amazon, 5 Euro oder so. Ich wollte einfach mal testen. Da warte ich lieber ab, bis ich mir eine richtige hole. Ist hier überhaupt was drauf? Nicht, dass ich irgendwas abklopfe. Und dann sehen wir weiter. Ah, das geht echt schnell. Die ist gut, die Axt. Gefällt mir. Weil man braucht es auch weniger Energie, habe ich so das Gefühl. Geil. Geil, 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 geil. So. So.
Da haben wir zwei Bäume wieder abgefällt, dann nehme ich mir den Spaß mal mit. Ich weiß jetzt gar nicht, in welche Richtung der andere gefallen ist. Ich habe gar nicht aufgepasst, glaube ich. Oder ich habe aufgepasst und habe es wieder vergessen, dass ich aufgepasst habe. Federn. Da sind beide hier reingefallen, okay. So, sollte eigentlich fertig sein jetzt, oder? Nee, fehlt noch ein bisschen was. Drei noch. Ich hoffe, es sind noch drei. Oh, hab ich aber Glück gehabt, es sind genau drei. Super schön. So. Und auf geht's. Eine noch. Komm her, du altes Fettfing. Ich weiß gar nicht, ob Wolke schon mal sich die Mühe gemacht hat, um den See herumzulaufen, um den See herum alles zu erkunden. Vielleicht findet man hier noch was Cooles. Könnte ich mir gut vorstellen. Der Wolke hat bei sowas immer so richtig viel Glück bei solchen Gelegenheiten. So, das nehme ich gleich mal mit, das Ding. Nice! Okay, Stöcke haben wir wieder voll. So. Creepypastakin spielt Borderlands 2. Creepypastakin, wer es noch nicht weiß, ist übrigens der Vendetta, hat sie umbenannt. Ich finde auch Creepypastakin, finde ich, viel konstruktiver. Es sieht geil, hört sich geil an, ohne Mist. Gefällt mir der Name. Bin ich ein großer Fan von... So, hier mal noch ein bisschen weg. So, dann können wir hier mal noch ein bisschen aufsammeln. Hier liegt ja wieder rum ohne Ende. Okay, warte mal, hier. Jetzt haben wir hier... Die Beeren. Kann ich jetzt alle Beeren einsammeln oder geht das nur mit dem... Sind das überhaupt Beeren? Okay, das geht also nur mit dem Blaubeeren. Interessant zu erfahren. Ich könnte es jetzt essen, oder? Ah, ne, essen kann ich es auch noch nicht. Ah. Die sind noch gar nicht fertig.